Hallo NES-Freunde, da bin ich wieder. Ich zocke alle NES-Games einmal an, die guten, die schlechten und vor allem auch die mittelmäßigen. Davon gibt's hier nämlich jede Menge. Diesmal bin ich angelangt bei B und ich spiele The Battle of Olympus. Mal schauen, das Cover schaut mega episch aus und ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Steht super groß auf Nintendo drauf, es gibt einen Drachen drauf und es ist keine Ahnung, was da noch Adventure-Serie, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt und gehe sozusagen mit euch auf Entdeckungsreise. Der Battle of Olympus, naja, mal sehen. Copyright 1988, also hier eins von den früheren. Okay, Continue kann ich natürlich nicht geben, weil ich habe es noch nicht gespielt. Schaut so aus, als hätte sich da jemand, also wäre da viel Arbeit eingeflossen. Erinnert mich jetzt ein klein bisschen an Zelda, so von der Optik her, wegen diesen Säulen und so. Ja, mal schauen, einfach mal. Und wie heißt unser Held? Unser Held heißt natürlich, ihr kennt mich, Link. Link. Heldin. Die Heldin ist natürlich ganz klar die Mizi. Mizi, die Heldin. Link und Mizi. Okay, was erwartet mich da? Ist das Adventure? Ist das Jump'n'Run? Ich habe noch keine Ahnung. Ich tippe eher auf Adventure, weil ich muss meinen Namen eingeben. Okay, kann ich hier irgendetwas auswählen? Nope. Das kommt vielleicht erst später. A, ich drücke A, ich drücke B, ich drücke links und rechts, ich drücke Select, ich drücke Start und es funktioniert. Okay. Ja. Okay. Hauen, hüpfen. Ist das ein Jump'n'Run? Oder ist das ein Metroidvania-Ding? Ah, das Treppensteigen funktioniert. Wieso hüpfe ich da runter? Okay, da kann ich. Hopp. Nein, ich möchte jetzt darüber zur Tür gehen. Und hopp. Weiß nicht, das erinnert mich irgendwie an den zweiten Zelda-Teil ein bisschen von der Grafik her. Bisschen. Okay, kein Widersprechen. Ja. Da ist eine Legende. Da ist eine Legende über einen Mann, der das Feuer kontrolliert. Okay, ich kann nicht. Also on the fly Englisch übersetzen spielt es jetzt nicht. Ihr dürft euch das gerne selber durchlesen, ich lese es für mich. Hoppi, 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 hoppi. Ist da noch eine Tür? Okay, das ist, die hat mir nur erzählt, da gibt es eine Legende von dem Mann mit dem Feuer. Sehr schön. So, schauen wir da rein. Alter Mann, hat sich ja auch. Auch der Kamin erinnert ja voll an den zweiten Zelda-Teil. Da gab es doch auch solche so Art von Kaminen, oder? So, was hast du zu sagen? Link, das ist ja wirklich wie Zelda. Spaß. Ich weiß schon, ich habe den Namen eingegeben. Ich muss zuerst zum Tempel gehen. Okay. Danke für die Info, alter Mann. Links oben ist die anscheinend die Weltkarte. In der Mitte meine Energie, würde ich mal sagen. Da habe ich im Pausenbildschirm, kann ich Sachen selektieren. Im Select ist gar nichts. Okay. Schaut nach einem Basal und Game aus. Warum habe ich davon noch nichts gehört? Aha. Was ist denn das? Der Gepetto? Ja, ich suche nach dem Waldgeist. Ja. Okay, da gibt es wohl irgendwo ein Schwert im Wald.
Das ist schon wieder der Gepetto. Möglicherweise gibt es da ein unsichtbares Tor. Okay. Danke für die Info, Mann. Was ist das hier, der Infostand? Das ist die Messe für Abenteurer. Hier holen Sie sich hier die neuesten, brandheißesten Infos. So, dann sagen wir auch was, komm. Ah, in den Bäumen ist wohl auch irgendwas versteckt. Okay, weiter geht's. Bäume. Ja, es ist... Oh, da kommt ein Gegner. Oh. Irgendwas Problem. Sich da. Der Xbox-Controller, mit dem ich spiele, der neigt dazu, mich runterdrücke, nach links zu gehen. Da muss ich immer rechts runterdrücken, damit das ja nicht passiert. Komm schon. Ah, okay, da kann ich jetzt in den Baum reingehen und oben in dem Baum ist wohl irgendwas versteckt, hat er mir gesagt. Na, da ist jetzt die Waldhexe. Hallo Waldhexe, wie geht's dir? Aha, du bist noch nicht stark genug. Okay. Was bist du? Affe mit Speer im Gesicht? Der hat doch einen Speer im Kopf stecken. Soll ich dir den rausziehen, damit es dir wieder besser geht vielleicht? Oh nein! Der hat ihn auf mich geworfen. Warum kann ich das nicht zerstören? Ah! Und schon bin ich geworfen. Eieiei. Continue. Okay. Ich habe jetzt schon von all dem gehört hier. Da irgendwo in den Bäumen ist ein Geheimnis, aber ich glaube eben nicht, dass es diese Bäume sind. So, da geht's weiter. Da komme ich zu diesen komischen Gegnern. So. Ah, das ist so kalt. Ah! Wieso geht das nicht? Wenn ich mich ducke und hau? Wenn ich mich ducke und der Gegner klein ist, muss ich den treffen. So, da geht's weiter. Da war ich ja schon drinnen bei der Baumhexe. So, das ist die Baumhexe. War doch schon bei dir, das ist die andere Baumhexe. Okay, da gibt es weitere Hinweise. Hinweise gibt es ja da genug. Geh, lasst mich in Ruhe. Geh, setz mich in Ruhe lassen. Oh Mann, oh. Continue. Kann ich da auch irgendwie zurück zur Weltkarte gehen? Was ist Stangen? Gibt's auch. Also warum kann ich nicht hauen, wenn ich mich duck? Das verstehe ich nicht. Diese komischen Gegner kann man nicht haben, wenn man sich duckt. Na, ich will da nicht reingehen. Das ist ein bisschen, das ist doch ein Fehler, dass ich da automatisch reingehe. Und das Schild ist ja einfach nutzlos, was der vor sich hat. Das heißt, eine Perle. Einfach das, diesen Dauerhauer da verwenden. Ah, der haut mich zurück in die nächste Szene. Der prügelt mich in die nächste Szene. So, da ich gehe, der macht jetzt einen Speedrun. Aha, da gibt es wieder mal ein Häuschen. Aha. Bin weitergegangen. Kann ich das irgendwas aussuchen? Es gibt kein Level-Auswahl hier.
Na, man kann einfach nur Start drücken und es hinnehmen. Na komm schon, schieß, Affe. Geh, dieser dumme Pfeileaffe. Es ist so Zeller-Grafik. Es ist so Zeller-2-Grafik, es ist ein Wahnsinn. Ah, ich will ihn einmal killen, diesen dummen Affen. Ah. So, sprich mit dir, komm. Aha, der irgendwie versperrt mir wohl da den Weg. Es ist ja für ein Adventure sehr ungewöhnlich, dass ein irgendwo ein Stein im Weg liegt. Auch heute noch. Na komm, schieß deinen blöden Pfeil. Ich habe ein Schild. Komm schon. Komm schon. Na komm, Affe. Nein, ich kann ihn nicht abwehren. Ich habe doch ein Schild in der Hand. Was soll das? Ja, es ist unmöglich, diesen Affen zu töten. Der darf, ey. Da kann man runtergehen. Einfach nur Zufall, dass ich da drauf gekommen bin. Ja, hübsche Frau, sprich mit mir. Sprich mit mir. Okay, jetzt weiß ich, wie das Monster heißt, das da in der Nähe wohnt. Hilft mir jetzt auch nur bedingt weiter. Uiuiui, der arme alte Mann. Seine Tochter wurde gekidnappt von Monstern. Geh raus und hilf ihr, dann kriegst du eine Belohnung, eine epische natürlich. Nein, das hat er nicht gesagt, aber zumindest ist das mit der epischen Belohnung nicht. Belohnungen müssen natürlich schon episch sein, sonst geht gar nichts. So, sprich mit mir. Bist du die Tochter? Er ist eingeschlafen, warum? Was sammle ich da eigentlich an? Da kann ich ist das Essen oder? Scheint so. So, ich gehe da rein. Ah, da ist Sprite Mann A in Grau. Mhm. Also ich kriege immer jede Menge Infos, aber viel Gelegenheit, diese Infos einzusetzen. Habe ich jetzt nicht. Komm her, Skorpion. Komm her, komm her, komm her, stirb einfach. So kann der nicht gescheit. Der kann irgendwie. Okay. Da kann ich nicht. Ich hoffe, sich auf diese. Na, auf die Grasbüschel kann man nicht drauf hüpfen. Okay. Hätte sein können. Hätte sein können. So, war ich da schon drinnen? Nein, ich glaube nicht. Ui, da ist die alte Frau mit dem weißen Stock. Ah, die ist, glaube ich, sehr wichtig. Überquere ich also das Wasser, ich verstehe. Ich habe zwar noch kein Wasser gesehen, aber wie komme ich da jetzt wieder rauf? Okay, haben wir jetzt da voll Info abgeholt und gewartet. Jetzt sitzt da niemand bald dann wahrscheinlich meinen Weg versperrt. Da kommt jetzt dieser dumme Affe, den ich nicht besiegen kann. Ah, dummer Affe. Ich sollte einfach von diesen Affen weglaufen. Okay, da ist jetzt Geheimgang. Ja, Geheimgang. Ah. Geh, komm schon.
Ah, da spawnen wir ein bisschen viel Gegner. Na, da rein ins Häuschen. Hallo, alter Mann. Der schaut lieb aus. Der gefällt mir. So. Ah, super. Da gibt's tolle Waffen. Schön. Ja, ich habe so das Gefühl, dass es entgegen wird, dass man sich deutlich mehr als 10 Minuten Zeit nehmen muss. Ich zocke es jetzt 15 Minuten. Ja, also ich mochte ja, bin ja einer der wenigen Menschen, die Zelda 2 auch gefeiert haben. Obwohl es so grottenschwer war und obwohl es diese CD-Grafik hatte. Und ich finde das hier eigentlich auch ganz nett, aber ein bisschen mehr Kampf im Ganzen vielleicht. Also, die Kämpfe, ja, ein bisschen mehr Kampf, ein bisschen besserer Kampf. Die Kämpfe gefallen mir nicht. Man kriegt schon krass viele Hinweise zum Lesen. Es gibt irgendwie wenig Missionen. Geh weg, geht alle weg von mir. Ich habe kein Leben mehr. Ja, geht bitte, ich hau die Rennen einfach durch mich durch. Was soll das? Ich hau eh schon turbomäßig. So, geht's rein da. Tschüss. Noch den alten Mann gut sprechen da. Beim Termin. Bitte, ich muss mit ihm sprechen. Der Kelox. Hallo Kelox, wie geht's dir? Er sucht nach der Nymphe. Oh Mann. Ottos englische Übersetzungen. Den Springbrunnen haben wir auch schon mal gesehen. Ich wollte noch kurz reingehen. Oh, war mir nicht vergönnt. Gut, ich sag mal, ich hab's gesehen. Ich bin erstaunt. Es ist eigentlich ganz schön gewesen, das Game. Grafik passt, Sound ist okay. Das Gameplay, ich meine, das muss man einfach mögen oder nicht. Ich fand's jetzt, ja, schon hart rätsellastig. Die Kämpfe waren einfach Mist, meiner Meinung nach. Aber ja, also. Freunde des Genres spielen Probe, alle anderen lassen es bleiben. Gut, das war's schon wieder für dieses Mal. Wenn ihr mehr NES-Games sehen wollt, unten abonnieren gibt es täglich Neues und da drüben könnt ihr euch anschauen, was ich schon alles gezockt habe. Danke fürs Zuschauen, Daumen hoch da lassen, bye bye.